Oh, da ist ein Unfall passiert. Alles gut? Hat er wenigstens überlebt? Das können wir nicht sagen. Wir waren hier unten. Machst du die Videos? Yo, was geht die Queen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir haben den ersten Tag heute hier in Berlin 27 Grad. Ich weiß gar nicht, ob wir das dieses Jahr schon mal hatten, aber es ist so verdammt heiß. Also man ist das schon gar nicht mehr gewohnt. Im Winter hat man sich die ganze Zeit gewünscht, dass es doch endlich bitte warm werden soll. Und kaum ist es warm, denkt man, oh shit, das ist ja fast schon ein bisschen zu warm. Vor allem hier kommt so eine Hitze bei der V4 unten raus. Dazu habe ich noch Vollkombi an. Rico ist mit dabei. Represent die Community. Sehr, sehr geil. Und wir fahren jetzt mal ein bisschen raus, ein bisschen Landstraße. In der Stadt rumeiern. Ist nix. Und kaum fahren wir mal ein bisschen raus, schon kommt hier gleich eine Bahn. Ich glaube, das schaffst du noch. Ah, wäre knapp geworden. Pau. Die gute Heidekrautbahn. Ah, das ging ja relativ schnell, ey. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und unter die Dusche gegangen bin und aus der Dusche dann wieder rauskam, habe ich mich, glaube ich, nach meinem Schlüppi gebückt. Und ich dachte, ich kriege einen Hexenschuss. Ey, ich werde nicht mehr jünger. Das merke ich auf jeden Fall. Das war so ein kranker Schmerz auf einmal. Ich glaube, ich habe mir trotzdem irgendwas im Rücken eingeklemmt. War auch bis gerade eben noch okay. Gerade habe ich versucht, über eine Pfütze rüber zu springen. Hab's nicht geschafft. Beim Aufkommen hat es dann wieder so krass gestaucht in meinem Rücken, dass jetzt die ganze Zeit irgendwie mein Rücken wehtut. Ich kann auch mein Kopf nicht richtig nach links und rechts bewegen. Vielleicht erleben wir ja einen Hexenschuss. Ist so geil, man kann freihändig auf die Ampel anrollen und dann runterschalten, ohne die Kupplung zu ziehen. Davon habe ich immer geträumt bei der Gixxer. Manche von euch hatten im letzten Video gefragt, woher eigentlich der Hoodie ist, den er da seht, den Rico anhat. Den habe ich, glaube ich, vom Jahr mal rausgebracht, aber der war dann nur 3 Tage erhältlich. Ich muss sagen, ich bin auch einfach von der Technik verblüfft. Also was hier in dem Bike alles an Technik drin ist. Es gibt sogar einen automatischen Kettenspanner, der die Kette automatisch spannt. Dann geht die Klappe auf, elektronisches Fahrwerk. Ob das Ding ein Tempomat hat, weiß ich gar nicht so genau. Würde mich eigentlich wundern, wenn nicht, aber ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Oh, eine Ural! Ah, war keine Ural, war was anderes. Alter, so viele Motorradfahrer, holy shit, wie ich es vermisst habe. Ich habe so vermisst, Motorradfahrer zu grüßen. Irgendwie, seitdem mir die Gabelbrücke reingehauen ist, geht die Angst nicht komplett weg, dass sowas nochmal passiert. Geiles Wetter in Berlin. Wir sind doch noch nicht da, oder? Nee, nee, ich bin nur noch gucken. Ist hier vorne nur rechts abbiegen und sind wir da. 28 Minuten noch? Nee. Das war von vorhin, war? Ja, ja. 7. Das müsste ja bei so einer Kurve sein, dass man da dann so einen Motorradparkplatz hat und dann kommt man direkt zum Wasser und kann da essen. So, also ich war erst. Oh, runterfahren, das ist ein Brand, das ist ja nicht viel. Oh, jetzt kommt eine Kontrolle oder irgendwas. Oder Blitzer. Mal gucken, was das ist. Oh, da ist ein Unfall passiert. Oder? Alles gut? Da vorne. Oh oh. Oh, da hat es bestimmt jemanden aus der Kurve rausgekantet. Krass, dass der Heli hier landet bei den Bäumen. Oh, hoffentlich hat er überlebt. Ich dachte erst, als er gesagt hat, langsam, dass Kontrolle ist oder sowas. Ja, ja, ich auch wieder. Dann können wir erstmal abstellen, wa? Feuerwehr ist da, Krankenwagen und ein Heli. Ich dachte erst, die hatten einen Unfall da vorne. Ja, dachte ich auch, weil die so dicht stehen. Ah, die haben sich da vorne hingestellt vor der Kurve, damit, ja, die, damit man die warnen kann. Ah, da liegt auch ganz schön viel Laub, wa? Ja, Mann. Die gehen bestimmt nach rechts rein, wa, oder? Also wenn du rausfliegst, fliegst du doch nach rechts meist raus. Ja, einfach übertrieben so, weißt du? Und nach dem Winter so ein bisschen Schotter biegen und so, weißt du? Vielleicht hat er aber auch nicht übertrieben und ist einfach nur aus dem Laub ausgerutscht. Machen
Hat er wenigstens überlebt? Das können wir nicht sagen, wir waren nicht unten. Oh Gott, das können sie nicht sagen, die waren nicht unten. Der musste ja richtig weit drin geflogen sein. Holy shit. Oh Mann, ey. Erster schöner Tag, nennen sowas. Ja, guck mal, jetzt haben sie hinter uns zugemacht. Ey, das muss ja gerade frisch passiert sein, wenn jetzt erst die Einsatzkräfte kommen. Geht die Kurve noch komplett weiter oder was? Naja, warte mal, können wir gucken. Wir stehen ja direkt am Eingang der Kurve. Boah, Hauptsache der hat überlebt. Ja, Mann. Hauptsache der hat überlebt, ey. Also der Motorradfahrer, der ist wohl raus. Da steht wohl noch irgendwo links ein Transporter quer. Oder so ein anderer Bus. Wissen aber nicht, ob... Also ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Wahrscheinlich Kurve zu schnell genommen und einfach geradeaus weiter ins Gebüsch. Kontrollieren ja hier sowieso schon allgemein relativ viel, damit sowas halt nicht passiert. Gerade noch mit dem Feuerwehrmann gesprochen, die halt hier hinter uns abschirmen. Und die meinten, manche Piloten, die landen halt hier einfach so und andere nicht. Oh. Ey Diggi, falls du das irgendwie merkst, siehst, ich hoffe dir geht's gut, ich hoffe du hast das überlebt. Machst du die Videos? Ich nicht, nee. Hm. Hätte sein können. Die Videos eigentlich schon mal gesehen, aber hätte sein können. Ich mach die. Ach so? Berliner Kennzeichen, Bayern Berlin? Ja. Ja, ich habe Hamburger Kennzeichen, weil bei meiner Ducati, die ich gekauft hatte, da ist die ganze Gabelbrücke rausgekommen. Ja. Und dadurch habe ich einen Unfall gebaut. Jetzt reparieren sie die gerade und jetzt habe ich das als Ersatzmaschine bekommen. Auch keine schlechte Ersatzmaschine, nee. Wolltest du denn wieder ein Video machen, wie du denn hier rumfährst? Ich war gar nichts wirklich geplant. Irgendwie zieht das manchmal an, dass immer irgendwas passiert. Ist okay, wenn du im Video bist? Ja, alles gut. Ja? Okay. Ich frage lieber immer vorher, weil... Ja. Also wir dürfen ja an sich auch keine Fotos machen. Mhm. Also wir haben eben das Pressebeauftragter. Mhm. Der macht bei uns auch die Internetseite. Und der darf auch nur in Abstimmung mit unserem Einsatzleiter, der die nachher anhat, darf der die Fotos machen, so wie es zeitlich passt. Mhm. Wenn wir jetzt alle ingebunden sind, dann natürlich nicht. So, jetzt wird abgebaut. Die hatten ja hier hinter uns die Straße gesperrt, beziehungsweise die Kurve. Jetzt kommen wir weiter. Ja, was macht er? Ihr braucht uns nicht zu überholen, wir wollen auch da lang. Leute gibt's, Alter. Ja, also es war auch wirklich so wie vermutet. Ich weiß nicht, ob das alles 125er-Fahrer waren, die uns gewarnt hatten, dass ein Unfall passiert ist. Aber die waren wohl in einer größeren Gruppe unterwegs. Erstmal schön auf die Welt gelatscht, gell? Er ist wohl einfach wahrscheinlich zu schnell und dann gerade durch die Büsche durch. Meinte ich zum Feuerwehrmann, ob es nicht gut wäre, hier vielleicht doppelseitige Leitplanken anzubringen. Aber er meinte, er würde eigentlich lieber im Gebüsch landen, als in so einer Leitplanke. Schreibt ihr mal, wann ihr Leitplanken für sinnvoll empfindet und wann nicht. Es kommt wahrscheinlich immer drauf an, wie du landest und wie viele Bäume da sind. Geil. Das ganze Laub hier, das ist übrigens aufgewirbelt worden von dem Heli. Also es war nicht vorher auf der Strecke gewesen. Und da vorne, wo der Polizist gerade rauskommt, da muss er zwischen Polizeiauto und ML muss er praktisch gerade runter sein. Versucht euch nichts zu beweisen auf dem Motorrad, auch nicht, wenn ihr in einer größeren Gruppe unterwegs seid, vielleicht noch jünger seid. Das kann einfach so schnell vorbei sein. Also wirklich, ich habe das jetzt in dem letzten Ducati-Video schon gesagt. Ich sag's jetzt bei so einem Unfall auch nochmal wieder. Ich hoffe, dem Jungen geht's gut, der hier den Unfall hatte. Passt einfach auf euch auf und übertreibt nicht und kennt eure Grenzen. Ich weiß gar nicht, weißt du, was man hier fahren darf? Welche Geschwindigkeit in der Kurve? 60? Ich glaube nicht, dass es mit 60 passiert wäre. Wir wissen natürlich nicht, was passiert ist, aber er ist bestimmt sehr viel zu schnell gewesen sein als 60. So, Feuerwehr fährt auch wieder weg. Ich glaube, Polizei macht das Ganze jetzt auch wieder auf. Oh, da liegt das Motorrad. Und der Helm. Und die Kombi. Motorradfahren ist so cool, aber wirklich auch teilweise so gefährlich. Euch einfach das immer wieder bewusst werden, dass es ganz wichtig ist, nicht zu übertreiben.
die Grenzen zu kennen und vor allem sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Wenn ihr freidrehen wollt, dann geht auf der Rennstrecke. So. Da habt ihr keine Hindernisse, habt ihr keine Bäume. Viel besser geeignet dafür als geile Landstraßen. Und ich weiß, dass es schwer ist bei geilen Landstraßen. Sagen wir mal hier, hier gibt es auch echt geile Kurven und die ganze Strecke ist 60. Aber das machen die ja nicht einfach so, sondern weil halt immer wieder Leute dabei sterben, dass sie zu schnell diese Kurven nehmen oder sich überschätzen, übermütig werden. Ja, das war's von mir. Das war's mit dem heutigen Video. Schreibt mal in die Kommentare alles Gute, falls der Junge, der den Unfall hatte, das sieht. Ich bete für ihn, dass er das überlebt hat und dass alles gut ist. Das war's von mir. Coole Wuis raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. 50% der Leute, die Videos schauen, haben das leider nicht gemacht. Von daher wäre es ein Traum. Coole Wuis raus. Bis dann, ihr Coolen. Haut da rein. Ciao! Yo, look. I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business.